Oma Shayam, 58. Als gestern mich mein Fuß ins Weinhaus trug, sah einen trunkenen Kreis ich, den ich frug. Fürchst du dich nicht vor Gott? Er aber sprach, Gott ist ja gnädig, trink, du bist nicht klug. 59. Khayyam, ob deiner Sünden Last, was schämst du dich? Warum zu besserer Einsicht nicht bequemst du dich? Dem, der nicht sündigt, wird auch nicht verziehen. Vergebung folgt der Sünde, drum, was grämst du dich? 60. Warum denn nur den Weltlauf angeklagt? Warum mit Grübeln nur das Herz zernagt? Sei guter Dinge, denn man hat dich ja von allem Anfang nicht um Rat gefragt. 61. Dass ich geboren ward, verdanke ich deiner Huld, mein hohes Alter deiner Langmut und Geduld. Nach 100-jährigem Sündenleben will ich sehen, ob deine Gnade größer oder meine Schuld. 62. Ich habe auf deine Huld nicht ganz und gar verlassen und deiner leeren Weg seit manchem Jahr verlassen. Wo deine Gnade strahlt, ist ja doch alles gleich, versäumt ist wie geschehen, getan wie unterlassen. 58. Der Böses du getan und Gutes unterlassen und dich auf Gottes Huld und Gnade hast verlassen, glaub mir, trotz Gottes Huld ist doch am jüngsten Tag, versäumt nicht gleich geschehen, getan nicht unterlassen. 69. Wo halt mir fern des Lebens bange Sorgen, mein böses Tun halt von der Welt, halt vor der Welt verborgen. Lass heute mich glücklich sein und was dir dann in deiner Gnade gut dünkt, tu mir morgen.